Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir für heute überlegt, demnächst fangen ja bei vielen die Ferien an. Und was gibt es bitte in den Ferien Schöneres als einen schönen, entspannten Beauty-DIY-Spa-Abend oder Morgen oder Nachmittag? Und bevor es aber losgeht, habe ich für euch eine kleine Vorweihnachtsüberraschung. Und zwar, wie ihr ja wisst, hat man manchmal als YouTuber oder Blogger oder einfach irgendwie Person im Internet manchmal das Glück, Dinge zugeschickt zu bekommen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe letztens Produkte aus dem Bodyshop zugeschickt bekommen und ich habe mir gedacht, ich werde sie alle unter euch verlosen, damit ihr auch einen schönen DIY-Beauty-Spa-Tag zu Hause haben könnt. Unter anderem ist auch meine Lieblingsserie dabei, das ist diese Share-Serie und die ist echt extrem reichhaltig und pflegend. Und da ist drin eine Body Butter, ein Peeling, eine Handcreme, ein Duschgel und ein Body Mist. Also falls ihr Lust habt, an der Verlosung teilzunehmen, dann schaut einfach in der Infobox vorbei. Da habe ich euch die ganzen Regeln aufgelistet. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. So ein Beauty-Tag fängt natürlich im Badezimmer an und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr eher ein Duschtyp seid oder ein Badewannentyp. Weil ich habe eigentlich immer am liebsten gebadet, aber seit wir in der neuen Wohnung sind, dusche ich unglaublich gerne, weil wir in der alten Wohnung keine Dusche hatten, sondern nur eine Badewanne. Und ja, jetzt genieße ich das Duschen immer total. Und ich habe jetzt einfach damit angefangen, meine Haare zu waschen. Und keine Sorge, ich trage ein Bikini, ich bin nicht nackt. Das wollte ich nur mal anmerken. Auf jeden Fall habe ich danach noch eine Haarkur aufgetragen. Das versuche ich so einmal die Woche ungefähr zu machen. Und im Moment benutze ich diese hier. Ich würde die jetzt nicht unbedingt nachkaufen, aber ich brauche die jetzt gerade auf. Und immer wenn ich gerade Conditioner oder eine Haarkur drauf habe, dann kämme ich meine Haare durch, weil das dann immer irgendwie so schön flutscht. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Duschgel. Und auch dieses hier brauche ich gerade im Moment auf. Und übrigens, es glitzert in Blau, Grün, Silber. Wie schön ist das bitte? Nach dem Duschen binde ich mir dann immer so einen wunderschönen Turban, weil sonst meine Haare alles irgendwie drumherum nass machen. Und dann heißt es einkuscheln und zwar in einem schönen warmen Bademantel. Und ich finde übrigens, das ist auch eine sehr coole Idee für Weihnachten, wenn man irgendwie ein Geschenk noch sucht, weil darüber freuen sich Mädchen und Jungs und so ein schöner warmer Bademantel ist echt was Cooles. Dann ging es weiter mit der Gesichtspflege und da benutze ich im Moment irgendein Waschgel. Und dieses pinke Schwämmchen, das bekommt ihr auch in der Drogerie und in größeren Kaufhäusern gibt es die auch. Das sind so Peeling- und Massageschwämmchen. Und ich finde, die geben ein richtig schönes Hautgefühl. Und ich habe echt das Gefühl, dass die ja, so die Haut ein bisschen gründlicher reinigen, als man es jetzt nur mit den Händen hinbekommen würde. Also ich finde die echt cool. Und falls ihr euch jetzt fragt, was das für ein komisches Teil ist, das, liebe Leute, ist ein Mitesserentferner, was ziemlich eklig klingt und es ist auch ein bisschen eklig eigentlich. Und zwar geht man damit einfach über die Haut, am besten nach dem Duschen, weil da die Poren so ein bisschen geöffnet sind und dann kommt der ganze Schmodder raus. Ja, es sei denn, ihr habt keinen Schmodder, dann könnt ihr sehr glücklich sein. Als nächstes habe ich mir etwas schön warmes, gemütliches angezogen. Einfach eine Jogginghose, schöne warme Socken und meinen Lieblingsgammelpulli. Und dann ging es weiter mit einer Gesichtsmaske. Und zwar ist das eine Heilerde-Maske. Sieht nicht besonders appetitlich aus, aber die sind echt richtig cool und hinterlassen ein richtig schönes Hautgefühl. Und ich kann sie euch gerade dann empfehlen, wenn ihr irgendwie Hautunreinheiten habt oder Pickelchen oder so. Aber nicht nur dann, also auch so für normale Haut finde ich die super cool, so für zwischendurch. Allerdings sind die jetzt nicht so wahnsinnig feuchtigkeitsspendend. Und ja, deswegen muss man sich danach auf jeden Fall eincremen. Und als die Maske dann so durchgetrocknet war, konnte ich sie wieder abspülen, was eine ziemliche Sauerei war, aber egal. Noch schnell eincremen. Und dann habe ich meine Haare noch so ein bisschen gepflegt. Ich benutze im Moment immer ein Haaröl. Das mache ich irgendwie schon seit einem Jahr fast, würde ich sagen, dass ich in die Haarspitzen einfach immer ein Haaröl nach dem Haarewaschen einmassiere und so einknete und so. Und dann noch irgendwas Zweites zur Festigung, weil sonst meine Locken irgendwie total aussehen, als hätte ich in die Steckdose gegriffen. Und das hilft, sie immer so ein bisschen zusammenhängender und so zu machen. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt. Meine Haare lasse ich nämlich fast immer lufttrocknen und habe ein bisschen YouTube geschaut, habe was Leckeres gegessen. Das ist immer das Coolste, wenn man vom Vortag noch irgendwas zum Essen hat und am besten noch Weihnachtsplätzchen und so und nichts machen muss und sofort das Essen fertig ist.
Und ich wollte euch am Ende auch noch ein leichtes Make-up zeigen, das ich in letzter Zeit immer geschminkt habe, weil mich viele von euch danach gefragt haben. Also ich habe in letzter Zeit eigentlich immer mit einer Base angefangen. Die habe ich in meiner T-Zone aufgetragen, also Stirn, Nase und Kinn. Und dann ging es weiter mit einer BB-Cream. Da lasse ich mir immer richtig viel Zeit, um die wirklich auf die Haut so richtig gut aufzutragen und die einzuarbeiten, weil ich finde, dass es echt einen großen Unterschied macht, wenn man das wirklich schön ordentlich macht. Im nächsten Schritt trage ich dann einfach unter den Augen Concealer auf und wenn ich gerade irgendwie Pickelchen oder so habe, dann nehme ich noch so einen festeren Concealer aus so einem Pöttchen und trage den dann auch noch auf die Stelle auf. Und dann fixiere ich das immer mit transparentem Puder, weil ja sonst hält einfach nichts bei mir und ich finde Puder ist einfach genial. Und dann habe ich meine uralte, aber immer noch geliebte Naked 1 Palette benutzt. Und zwar zwei helle Lidschatten, die ich einfach komplett aufs gesamte Lid auftrage. Ich verblende da jetzt auch nicht so wahnsinnig großartig. Und übrigens, falls ihr auf der Suche nach einem guten Dupe für die Naked Palette seid, weil die Naked Palette ja schon ziemlich teuer ist, dann habe ich euch unten in der Infobox was verlinkt. Das kommt dem Ganzen schon echt sehr, sehr nah und ist sehr viel günstiger. Als Rouge benutze ich eigentlich immer wieder was anderes, aber im Moment so ein pfirsichfarbenes Rouge mit so ein bisschen Goldglanz. Und dann kommt der Schritt, den ich am Make-up mittlerweile am meisten hasse, und zwar ist es Eyeliner auftragen, weil irgendwie manchmal gelingt es mir nicht und dann dauert das extrem lange und ein Auge wird gut und das andere nicht und vielleicht kennt ihr ja dieses Problem. Dann kommt der vorletzte Schritt und das ist Mascara auftragen. Darauf verzichte ich nie, also manchmal lasse ich einfach den Eyeliner wegfallen, aber Mascara ist echt so, wenn ich mich schminke, mittlerweile fast mein Lieblingsteil, würde ich sagen. Und als letztes außerdem noch Lippenstift und das ist die Farbe Faux von MAC. Also das Make-up ist halt, wie ihr es von mir kennt, total natürlich, weil ich mich einfach mit mehr Make-up nicht so wohl fühle. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und das war das Video für heute. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß am Zuschauen und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr schon in Weihnachtsstimmung seid. Ich nämlich schon, irgendwie seit Ende Oktober. Allerdings habe ich immer noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft. Ja, das heißt, ich werde langsam nervös. Jedes Jahr dasselbe. Hier sind jetzt auf jeden Fall noch meine letzten beiden Videos für euch verlinkt und außerdem auch meine Social Media Seiten, falls ihr mir da noch folgen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.